Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part in Let's Play Final Fantasy 3. Ja, der letzte Part war schon ein paar Tage hier. Es tut mir leid, aber ich habe auch eine Entschuldigung und eine Begründung, warum keine Parts kamen. Zum einen, es ist ein geiles Wetter draußen. Hey, da muss man mal genießen. Man geht raus, man hat Spaß und... Dann kommt die Pollenallergie und man liegt zu Hause und ist nur noch am, niesen und nasedicht und so weiter. Es kann passieren, dass ich heute häufiger kacken muss, weil dann habe ich einfach einen Niesanfall. Das kann passieren. Ja, nichtsdestotrotz, es geht heute weiter. Und, ich habe kleine Änderungen gemacht, denn ihr habt mir ja wunderbar geholfen. Mit euren Tipps nochmal vielen, vielen Dank. Lieben Dank, meine ich. Dass ihr so zahlreich kommentiert und ja, Tipps schreibt und Hinweise gebt. Ich hoffe, das macht ihr weiterhin fleißig. Es gefällt mir sehr. Ihr habt mir nämlich geschrieben, dass die Zwiebelritter sehr, sehr, sehr geil und wichtig sind. Eins der besten Berufe überhaupt. Und deswegen werde ich jetzt das so machen. Luca bleibt Zwiebelritter als Nahkampftyp, da er sowieso jede Waffe und Rüstung tragen kann. Und weil der Zwiebelritter auch alle Schwarz- und Weißmagie-Angriffe bzw. Zauber nutzen kann, mache ich das so. Nobody bleibt Schwarz-Magie-Zwiebelritter. Während Leid der Weißmagierin-Zwiebelritterin in etwa so ist. Zweif bleibt Mönch, da waffenloser Kampf immer noch am geilsten beim rockt. Items habe ich auch ein bisschen geändert. Er hat hier Zwickinger-Axt, Diamantenglocke, wie im letzten Part schon gekauft. Eishelm, Flammenpanzer. Und ja, bei ihm habe ich das so gemacht, er bekommt oder hat jetzt ein Feuerbuch und Blitzbuch. Ja, bisschen Magie bedacht, muss hier auch was sein, ne, bei ihm. Dann Eishelm, Flammenpanzer. Mithril-Handschuhe, Eishelm und Eisbuch und Feuerklinge und soweit alles klar. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nun die im Nahkampf lassen soll oder im Fernkampf, weil nahkampfmäßig mache ich mit denen echt nur so bei Trash-Gegnern, weil Magie hebe ich auf für Bosse, ne? Da wir ja eh eine begrenzte Anzahl haben und keine Äther. Deswegen lasse ich die mal im Nahkampf, also auch in der vorderen Reihe. Und, da ist ja sowieso die Rüstung eines, ja, ich sag mal so, stärkeren Mitstreiter nutzen kann, können, dürften die da auch nicht so viel Schaden bekommen. Entfroschen. So. Ich würde sagen, dann können wir jetzt hier unsere Suche in dieser Höhle hier weiterführen. Des Weiteren, ja, wie ist bei euch das Wetter so? Habt ihr außen ein richtig geiles Wetter wie bei mir, so 30 Grad plus? Es, Leute, geht hier ab wie, man fühlt sich wie im Hochofen. Es ist schon richtig heftig, würde ich sagen. Die ersten Gegner, cool. Bomber. Mal sehen, ob sie hier wieder normal heißen. Ne, die heißen hier noch Bombe. Warum heißen sie hier Bombe? In jedem Final Fantasy heißen sie Bomber. ER. Ja, Senitz. Leck mich doch am Arsch. Das ist geil. Ich glaube, neuer Rekord, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass die nur Bombe heißen. Also. Entweder Übersetzungsfehler oder. Irgendwie Absicht, weil, also, für mich sind die und heißen sie einfach nur Bomber. Das ist für mich der richtige Name. Und nicht irgendwie Bombe oder wie Teil 13, diese ganzen, ja, Subvarianten von den Bombers. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das denn? Warte mal. Manticore, ach, geil. Auch Standardgegner in Final Fantasy. Aber mal ganz ehrlich. Habt ihr mal Teil 13 gespielt? Final Fantasy 13? Was
wie findet ihr das Spiel? Also, ich hab's vor 2 Tagen durchgespielt. Teil 13, ja, ich bin ein bisschen langsamer. Liegt halt daran, dass ich erst seit kurzem eine Xbox 360 habe. Ja. Die Glocke, geil. Ich muss sagen, Teil 13 hat eine coole Story, aber der Rest ist scheiße im Spiel. Sorry, aber Grafik ja, Story auch, aber das war's auch irgendwie. Ansonsten stimmt für mich gar nichts mehr. Ich habe jetzt seit 2 Tagen Final Fantasy 13.2 angefangen und ich muss sagen, boah, das Ding rockt mir in 2 Stunden mehr Freude in meinen Körper als Teil 13 in 80 Stunden, in der ich das durchgespielt habe. Ja, ich habe 80 Stunden gebraucht, aber weil ich halt auch die ganzen Nebenmissionen, die ganzen Missionen halt gemacht habe, die 64 Stück, die wollte ich alle haben, weil ja, kennt ja, ne, Final Fantasy, da will man immer 100% durchspielen und das muss ich da auch machen. Wie gesagt, 2 Stunden lang habe ich 13.2 gespielt, das hat mir mehr Spaß gemacht als die 80 Stunden Teil 13. Allein die Sache, dass man hier Dialog-Trigger hat, man wählen kann, was man auswählt, was dann wiederum Auswirkungen auf die Belohnungen, Dialoge hat, Zeitlinie veränderbar und dass man halt auch Quicktime-Events das hat. So schöne Kämpfen, Filmsequenzen, oh, danke für die Goldnadel. Und so dann auch richtig geil die... Ja, es fühlt sich halt einfach lebhafter und geiler an. Und da hat man dann auch mehr Lust, die Filmsequenzen sich anzuschauen. Weil das ja auch aufhört, wenn man die Filmsequenz überspringt. Und das macht halt einfach viel mehr Spaß. Das Einzige, was ich da eher ein bisschen... Ja, am Anfang noch ungewohnt finde, das ist das Pet-System mit den... Mit den Monstern, die man da fangen kann und im Paradigma aufnehmen kann. Ach, weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht so sehr. War ja auch so ein ähnliches Pet-System in Teil 10.2, aber nur in der International Edition, die ja nur in Japan rauskam. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber in der HD-Remake-Version von Teil 10 ist ja auch 10.2 mit bei. Und Gerüchten zufolge soll es wohl so sein, dass da von beiden Spielen die internationale Edition verwendet wurde. Dementsprechend also auch von Teil 10.2 mit dem Pet-System, was wir, ich sage mal so, Europäer gar nicht kennen, wenn man die Urversion von Teil 10 gespielt hat. Singen wir 10.2 auf PlayStation 2. Und Luca ist Stein. Verdammt, das muss ich erinnern. Ja, da gab es ja auch schon so ein Pet-System. Ich weiß nicht, also in 13.2 gefällt mir das noch nicht. Wie es in 10.2 war, weiß ich nicht, weil ich habe weder die Remake-Version noch die internationale Version gespielt. Werde ich mir anschauen bei John McLeod. Schaut mal auf seinem Kanal. Link findet ihr wie immer auf meinem Kanal unter Abos. Ja, super. Und jetzt hat natürlich Luca keinen Stein, beziehungsweise Endstein noch oben bekommen. Verdammt. Schaut rein, es lohnt sich. Der hat halt 10 fast beendet. Beginnt gerade, ja, fast das Optionale. Und, ja, 10.2 will er auch machen. Und da freue ich mich schon sehr. Und da bin ich gespannt, ob das mit der internationalen Version im Remake stimmt, ob da was dran ist oder eher nicht. Und ich muss sagen, diese Höhle, die gefällt mir auch. Coole Gegner. Coole Items. Aber ich glaube, hier gibt es keine Secrets, oder? Weil ich habe bisher noch nichts gesehen. Aber naja. Ach, wieder die. Okay. Wie ihr macht wieder Stein auf meinen Luca, den ich mal wieder heilen könnte. Der Krebs darf man zwar noch mit 135 laden. Ja, der Schaden ist doch mal richtig geil, also. Ich muss ehrlich sagen, von meinen Schaden her geht's eigentlich. Also bisher habe ich auch bei Bossen keine Probleme gehabt. Ich bin gespannt, was noch für Bosse kommen werden.
und wie es noch weitergeht. Und nach dem Kampf mache ich auch nochmal meine drei extra Gegner. Und ich heile auf jeden Fall Loka und dann geht es auch direkt weiter. Also, ja, für euch, wir gehen nur in etwa 2 Sekunden. Jo, moin, da bin ich wieder. Nach meinen 3 extra Gegnern kann es direkt weitergehen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 2058 wieder. Oh, das ist kaum noch geil. Während ich offline ein bisschen gelevelt habe mit den 3 Gegnern, ist mir etwas etwas eingefallen, was ich euch mal erzählen wollte. Und zwar, da ja nun eine Menge Berufe noch kommen werden in diesem Spiel und ich selber möchte jeden Beruf mal gezeigt haben und bevor wir uns alle immer mal überlegen und entscheiden müssen, wann nehme ich welchen Beruf, wie lange, wie hoch level ich welchen Beruf, überlasse ich das euch. Und zwar dürft ihr jeden Freitag in meinem Gastpart unter den Kommentaren abstimmen, welche Berufe ich nehmen soll. Also es wird quasi so laufen. Noch haben wir folgende Auswahl. Diese hier. Und ihr dürft jetzt jeden Freitag immer mal eure Liste reinschreiben, wer welchen Beruf nehmen soll. Und warte mal. Ah, super, jetzt habe ich wieder so einen Controller-Bug. Weil ich betätige jetzt kein Knopf bei... nochmal. Ich drücke gerade nichts auf meinem Gamepad. Und er, macht das die ganze Zeit. Dementsprechend natürlich auch das die ganze Zeit. Obwohl ich gerade keinen Knopf drücke. Weder mein Richtungstasten noch überhaupt einen Knopf. Und das Problem hierbei ist... Ich muss jetzt das Spiel beenden, sprich hoffen, dass ich hier bei Schnellspeichern lande und das Spiel neu starten. Ich würde sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz, Cut gemacht und jetzt läuft es auch wieder hier. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist mir ja schon zum zweiten Mal passiert in dem Spiel. Keine Ahnung, aber noch einmal, um euch zu sagen, was ich gerade vorhatte. Wie gesagt, schreibt halt jeden Freitag in den Kommentaren, wer welchen Beruf für so 1-2 Wochen tragen soll. So können wir jeden Beruf mindestens uns mal anschauen. Und dann sehen wir halt auch mal eine Abwechslung, statt die ganze Zeit in denselben Beruf zu nehmen. Wie das im Endgame ist, quasi so vom Endboss, da lege ich mir dann vielleicht gemeinsam, was für Endberufe wir da nehmen. Oder ich mach's selbst. Aber mal schauen, das dauert ja eh noch. Da haben wir noch genug Zeit dafür. Eilt ja noch nicht. Aber wie gesagt, jeden Freitag kurz mal reinschreiben, wer welchen Beruf für 1-2 Wochen tragen soll. Es kann alles sein, wie gesagt. Aus dieser Liste dürft ihr wählen. Darunter natürlich auch Freiberufler. Damit wir halt wirklich jeden auch mal nutzen können. Und wir kriegen eine Goldnadel. Sehr cool. Das wird natürlich auch so sein, sobald wir halt weitere Berufe bekommen haben. Ist ja kein Geheimnis. Wir werden noch einige neue Berufe kriegen. Und da sind auch richtig geile mit bei, Aber erst einmal müssten wir hier durchkommen. Die Höhle gefällt mir, aber ich würde jetzt gerne mal raus. Wahrscheinlich kriegen wir noch einen Bosskampf. Und da ist er. Down! Und Level Up. Berufsstufe von Nobody. Stufe von Light und Berufsstufe. Also Magis. So, da ich Angst habe, dass hier gleich ein Boss kommt.
Ja, ihr seht, Vita habe ich ein bisschen nutzen müssen. In meiner kurzen Levelphase. Ja, das Problem ist, ich meine, gut, die sind alle voll. Ich meine, der Zwiebelritter ist zwar stark, aber ja, da halt das Level noch nicht ganz so hoch ist wie zum Beispiel Schwarzmagier, Weißmagier oder der Krieger, habe ich natürlich auch weniger, schlechtere Werte, ne? Was Life angeht, Verteidigung und dementsprechend passiert es halt, dass wir hier momentan noch mehr Life verlieren und heilen müssen als vorher. Aber ja, das kriegen wir hin, das können wir verbessern, indem wir halt einfach leveln. Das machen wir ja. Immer mal so. So. Nächste Kiste. Was gibt's diesmal? Ja, 3000 Geld. Geil. Und wieder kaufbar. Ja, also Leute. Tun mit Geld die... Oh, was gibt's da denn? Okay, da ist garantiert ein Bosskampf, oder? Also Truhen mit Geld gibt's hier wirklich so hauf. Das heißt also, Probleme bekommen wir hier tatsächlich nicht, was Geld angeht. Ja, ich würde sagen, wir sagen hi. Geht weg! Zieht Leine! Schlecht euch zischt ab! Ja, das Zorn gehört mir! Also, Leute, eben sah er kleiner und schmächtiger aus. Jetzt sieht er aus wie so ein... Ja, Gutzko. Jetzt sieht er aus wie so ein fliegender Fettengel, irgendwie, gemixt mit dem Ork. Also, keine Ahnung, irgendwie komisch, was die sich da überlegt haben. Egal. Auf die Fresse, denn wir, haben Bosskampf. Und da können wir ruhig wieder Magie nutzen. Ohne Probleme. Auch der haut gut rein. Oh, der haut gut rein. Alter. Aber ich hau besser rein. So, nimm mal Feuer. Okay, das zieht nicht. Zieht Ero? Auch nicht. Wow, der Schaden war auch mal geiler. Dann so. Oh, ich wage mich mal mit Eis ran. Weil ich will einfach jeden Zauber immer mal nutzen. Kann ich denn... Heb blind auf. Ah, schade. Ich kann ja... Guck mal kurz eine Analyse, was er so hat. So, dann... Auf die Fresse. Der will halt wissen, wie viel Life der hat, der Gute. Ich glaube, das werde ich ab sofort bei jedem Boss machen. Oh, fuck! Der kann Wicht? Okay. Da muss ich dringend gleich was ändern. Ja, natürlich macht es keinen Schaden. So, wie viel Life hat er? Ja, danke! Du mich auch! Keine Schwachpunkte entdeckt, verdammt! Okay. Ja, da du eh nichts gerade machen kannst, gönn dir mal was. Heb Frosch auf. Ach, willst du mich verarschen? Jedes Status-Item, wisst ihr? Jedes Status-Item hab ich. Nur, ja, nur eben nicht das, was Wicht aufhebt. Gut, dann machst du mal jetzt hier Zeus Zorn. Du machst, so Eis war nicht so geil. Dann machst du mal Gift. Dann machst du mal Wicht. Deswegen war es halt quasi Anti-Wicht auf Luca. Ah, verdammt, da muss ich echt mir das auch nochmal holen. Damit halt auch andere Leute, die nicht den Zauber haben, au! Das nutzen können. Nein, was soll das? Ey! So, schnell Gift. Naja, bringt nichts. Fuck. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Boss so krass anzieht. G
Okay, der Schaden war gut. Deswegen machst du noch mal einen hinterher. So, du machst mal, warte mal, ich hoffe, Blitz zieht wenigstens bei ihm, weil wenn der Blitzangriff eben gut gezogen ist. So, du machst ganz dringend hier, Vitra. Du greifst an. Und, was? Ach, scheiße! Ja, Strife ist ja wichtig. Ah, fuck. Hab ich voll nicht gemerkt. Okay, oder auch so, ja. Ich hoffe, Blitz macht trotzdem Schaden. Ja, ja, macht Schaden. Ja, natürlich, ja, ist ja kein Nahkampf. Ja, zumindest ist Strife wieder geheilt dadurch. Oh man, es muss ja mehr taktieren als gewollt. Aber finde ich cool, finde ich cool. Ich mag's, wenn Bosskämpfe herausfordernd sind. So, weißt du, cool war? Machst das nochmal. So, du gehst das hier mal richtig ab. Du machst ja mal Feuerer. Brauch mal ein bisschen Power. So, das heißt, du musst jetzt, Wicht auf... Ja, auf alle wäre natürlich doof. Mach mal auf den hier. Auf Nobody. Ich denke mal, ich werde... Ich habe ja noch einen weiteren Wicht-Zauberspruch. Ich glaube, den gebe ich mal Lurka. Damit auch er, einen Wicht-Zauberspruch hat. So, zum Heilen nachher. Ich denke mal, ist ganz praktisch. Und jetzt stirb halt! Fuck! So. Jetzt machst du mal deinen Angriff. Komm, schnell. Stirb! Ah, fuck, immer noch nicht. Gut. Oh, ist das sehr spannend. Das gefällt mir. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit. Ja, mach mal. So, du musst mal schnell wieder... Ja, Feuerer, weiß nicht. Ich geh mal auf Eisra. So, du ganz dringend. Nee. Ne Kommando zurück, Leute. So, du machst als erstes Potion auf dich. So, du... Potion auf... Ja, nochmal Lurka. Du machst... Och, was ist denn das? Zauber? Wicht auf... Strife. Du machst... Potion auf... Ja, auf dich, ja. Am besten. Erstmal eine kurze Heilungsrunde. Au! Ah! Ach, komm! Ernsthaft jetzt! Ey, ich bin so viert, weißt du? So viert. Und er schlägt gerade ausgerechnet den einzigen zweimal hintereinander an. Ausgerechnet ihn. Sie. Ey, jedes Mal stirbt Leid. Ich bin so viert. Mensch. Warum triffst du die ganze Zeit immer nur eine Person, wenn ich so viert bin? Ah, hey, Phönixfedern. Sind ja so selten. Ist doch scheiße jetzt, ey. Komm, ey. Ist doch scheiße. Hier, mach mal Blitzra. So, du. High Potion. Auf Lurka. Das ist doch scheiße, ey. Ich habe nur eine Phönixfeder, wisst ihr? Und vier Leuten wird nur dieselbe Person hintereinander zweimal angegriffen. Ich meine, ey, die Chance 1 zu 4. Trotzdem dieselbe Person hintereinander. Das ist doch scheiße. So, hol sie zurück. Super, ey. Keine Phönixfedern mehr, ey. Richt mich grad auf. So, greif an. Greif an. So, du musst ganz dringend Vitra auf alle machen. Du machst mal Bombensplitter. Ich krieg einen Anfall!
Nee, ich verstehe das gerade nicht. Wisst ihr, ich bin vier Leute und nur Leid kriegt immer auf die Schnauze und nur Leid stirbt jedes Mal. Und das Coolste ist, ich habe keine Phönixfeder mehr. Ich habe erstmal Phönixfeder verschwendet, weil sie es ohnehin tot ist. Und die Dinger sind so selten, man kann die Scheißdinger nicht mal kaufen. Und es ist Leid durchgehend tot, ich kann sie nicht wiederbeleben. Und ich kriege auch keine Erfahrung beim Sieg über den Bosskampf. Ey, ich habe so gerade keinen Bock mehr. Und das Coolste ist, ne? Ich habe draußen vor der Höhle gespeichert, ne? Das bedeutet, ich darf alles von vorne machen, wenn ich jetzt das Problem beheben will. Ich meine, ich kann sie irgendwo einen Scheißbrunnen wiederbeleben, aber es geht mir halt auf den Sack, dass sie jetzt keine Erfahrung kriegt. Und ja, dass sie tot ist. Das. Und Phönixfeder, dass ich keine Phönixfeder jetzt mehr habe, ey. Das geht mir so auf den Nerv. Meine Fresse. Hä? Phönixfedern? Okay, das ist komisch. Vor dem Kampf hatte ich nämlich nur eine Phönixfeder gehabt. Jetzt habe ich wo habe ich die denn bekommen? Ich raff das hier nicht, ey. Ich raff es nicht. Ich raff es gerade überhaupt nicht, ey. Ja, super. Gerade der einen Nahkampf angreifen will, wäre so wichtig. Top. Wahnsinn, endlich, ey. Phönix wieder verschwendet, ey. Regt mich auf. Zumindest kriegt sie jetzt ihre Erfahrung, lebt auch wieder. Ich verstehe nur nicht, wo ich die restlichen Phönix wieder. Wann habe ich die bekommen? Ich habe sie nicht gekauft. Ich kann sie nicht kaufen. Stich echt nicht, ey. Jo, Horn des Eises erhalten. Wahnsinn. Er ist verschwunden. Aber egal. Lass uns das Horn zurück zu den Zwergen bringen. Ja. Hallo? Warum habe ich da einen Schatten hinter mir? Wieso habe ich einen Schatten, der mich verfolgt hinter mir? Das gefällt mir gerade gar nicht. Wieso habe ich hinter mir einen Schatten, der mich verfolgt? Das ist schon gerade merkwürdig. Na, mal schauen, ob der immer noch da ist nach dem Kampf. Aber das ganz ehrlich, ey. Warum ist das Schicksal so heftig? Ich meine, vier Leute. Und nur Leid kriegt immer auf die Schnauze und stirbt. Und, wieso habe ich denn hinter mir einen Schatten? Ey, ich raff das nicht, warum ich hinter mir einen Schatten habe, ey. Ich weiß auch nicht, wo ich die Phönixfedern eingesammelt habe. Ich meine, klar. Ich habe es mehr als eins, aber trotzdem. Wo kommt die her? Phönixfeder habe ich auch verschwendet quasi jetzt. Ach, ich weiß das nicht irgendwie. Aber naja, das hier in dem Schatten, der mich verfolgt, ist ein Mysterium, den wir hoffentlich im nächsten Part, ja, auf die Sprünge gehen können. Und, ja, sorry für meinen Ausfall eben gerade, aber ihr müsst selbst zugeben, es ist sehr dämlich in diesem Spiel. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüssikowski.